Moin, herzlich willkommen zu einem weiteren Tipps und Tricks Video aus meiner Reihe Tipps und Tricks für alle 17. Ja, wie man die Ballenlager, die ja in aller Munde sind, umbaut und modifiziert, habe ich ja schon mal gezeigt. Und ich wurde von ganz vielen Stellen angesprochen kann man ja nicht sagen, angeschrieben, ob ich das nicht auch nochmal fürs Quaderballenlager zeigen kann. Und es funktioniert zwar sinngemäß genauso, ich zeige euch das trotzdem nochmal. Ich habe mir jetzt hier mal einfach ein Quaderballenlager platziert beim Rinderhof. Und das ist schon voll. Wenn ich hier aussteige, ja, das ist also original, 108 Quaderballen passen da rein. Ja, also sind da jetzt drin und es passen keine mehr weiteren rein. So, das ist zwar schön und gut. Ich habe hier aber noch 42, das heißt, ich bräuchte also mindestens eine Kapazität von 150, besser noch mehr. Wenn ich jetzt hier rauffahre und versuche, die abzuladen, kriege ich eine Meldung, keine freie Kapazität mehr für Gras. Was sehr schade ist. So, ich fahre mal hier vorsichtshalber weg, weil ich will euch dann auch gleich noch was zeigen. Ich stehe jetzt hier drauf und ich möchte Ballen spawnen. So, Gras. Und ich kann maximal 6 Stück spawnen. Die liegen dann hier. Da liegen 2 Haufen A, 3 Ballen. Ja, soweit, so gut. Das ist auch ein bisschen wenig, immer nur 6 Stück hier rauszuholen. Wenn ich hier so einen LKW habe, da passen 42 drauf. Ich meine, 42 zu spawnen, das werde ich jetzt nicht machen, weil dann müsste ich hier die ganze Fläche voll spawnen. Ich möchte schon irgendwo mehr oder weniger innerhalb dieses Abladebereichs bleiben. Aber es ist natürlich ein bisschen viel. So. Gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig wieder ins Lager. Einmal hier einen Trigger rein. Und schön. So, jetzt haben wir wieder hier die 108 Stück drin. Und ja, das soll's hier jetzt erstmal im LS17 gewesen sein. Ich zeige euch jetzt, wie man das ändert. Ich speichere mal das Spiel ab, damit wir die Ballen alle noch da haben, wo wir sie gerade hatten. Und sage Spiel abbrechen. Hier gehen wir natürlich auch gleich raus. Sagen hier auch beenden. So, hier sind wir. Ich habe schon mal meinen Mods-Ordner aufgemacht. In meinem Mods-Ordner habe ich hier das FS17 Bale Storage Placeable.zip drin. Das ist das das Ballenlager-Paket überhaupt, ja, von der LS Mod Company. Und ihr dürft euch nicht wundern, hier drunter habe ich noch eins mit -FJ. Das ist ein von mir modifiziertes. Das gucken wir uns jetzt nicht an. Wir nehmen also hier diese ZIP-Datei, sagen kopieren, gehen in einen anderen Ordner und sage dort einfügen. Und dann extrahiere ich das mal. Und habe dann hier den Inhalt meiner ZIP-Datei sozusagen. Ich habe hier einmal den Round Bale Chat, das ist das Rundballenlager. Und darunter habe ich das Square Bale Chat. Ja, hier unten. Das ist das Quaderballenlager und das interessiert uns heute. Ihr braucht, um die Sachen zu machen, die ich euch hier zeige, braucht ihr erstens den Giants Editor. Den kriegt ihr bei Giants aus dem Developer Network. Da müsst ihr euch registrieren, da könnt ihr den runterladen. Dann braucht ihr einen Texteditor, einen vernünftigen. Also ich würde einen vernünftigen nehmen. Notepad++ oder so wie ich, Atom. Link gibt es unten in der Videobeschreibung. Und ihr braucht ein ZIP-Programm, WinZip oder ich benutze 7-Zip, weil es kostenlos ist. Link auch unten in der Videobeschreibung. Ich öffne also hier meinen Square-Bale-Chat mit einem Doppelklick. Und mein Editor geht auf, mein Giants-Editor. Ja. Und ich gucke mir das Ganze mal ein bisschen an. Im Prinzip auch nicht weiter wild. Wir haben hier Gras, wir haben hier Stroh, wir haben hier Heu. So. Wir wollen als erstes die Kapazität erhöhen. Das ist das Einfachste. Das ist echt einfach. Und zwar klickt ihr hier links oben auf Square Bale Store. Und dann gibt es hier unten Storage Capacity. Ja, und dann gibt es hier einmal Grass Windrow 108. Da macht ihr meinetwegen eine. Ja, empfohlen wird mit dem Skript eigentlich 250. Ja, also man kann auch höher gehen. Ich würde nicht 1000 oder mehr gehen,
weil die Anzeigen dreistellig sind. Also 999 zeige ich dann noch an, 1000 stehen da nur 3 Nullen. Ich mache jetzt hier mal 250 von, das ist hier eben für Stroh. Hier vorne, ja, Grass Windrow und Dry Grass Windrow. Also Grass Windrow ist normales Gras, Dry Grass Windrow ist Heu. So, und dann ändere ich überall die Kapazität auf 250. Und damit passen jetzt 250 Ballen von jedem Typ rein. Puff, fertig. Ganz einfach, ganz easy. Brauchen wir uns gar nicht weiter drum zu kümmern. Funktioniert blendend. Ja, wir wollen aber ja noch mehr machen. Wir wollen ja auch die Spawnplätze erhöhen. Und dann erweitere ich mir das hier oben. Gehe dann auf Building Setup, Square Grass. Und sage dann hier bei Spawn Nodes. Ja, das sind meine... Ihr erinnert euch, wir haben... 6 Plätze, 6 Ballen kommen da raus. Ja, das sind diese 6 Plätze, wo die Ballen rauskommen. So, das wollen wir jetzt ein bisschen anpassen. Und da müssen wir ein bisschen ausprobieren, dass das alles vernünftig aussieht. Ja, und dann könnte man hier oben ein bisschen mit den Werten mal spielen. Translate X ist hier die X-Achse, Y ist die Höhe und Z ist vor und zurück. Und da kann man einfach mal hier draufklicken und kann dann mit dem Mausrad die so ein bisschen bewegen. Ja, und man könnte ja zum Beispiel mal... Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Ballen sind. Das habe ich mir leider nirgendwo gemerkt und nirgendwo angeguckt. Lass mich mal eben überlegen. Ah, wir sind ja nicht doof, ne? Wir können uns mal ein paar Werte hier klauen. Und zwar kommt der erste. Ups, falsche Taste gedrückt. Was ich jetzt mache ist, ich gucke mir jetzt hier unten einfach mal die Ballen an, die angezeigt werden, wenn sie eingelagert werden, wo die liegen. Das heißt, der linke liegt bei minus 10,7. Der nächste bei minus 8,3 und der nächste bei minus 5,9. Ja, diese Werte übertrage ich jetzt. Das heißt, ich nehme minus 10,7 und gehe auf meinen ersten. Minus 10,7. Ja, habt ihr verstanden, wie ich das mache? Die werden dann genauso angelegt wie da. So. Der nächste ist bei minus 8,3. Minus 8,3 und der nächste bei minus 5,9. Das heißt, sie sind 2,40 Meter breit oder lang oder wie auch immer man das definieren möchte. So. Da muss man jetzt aufpassen, weil der liegt nämlich eigentlich schon oben drauf. Das heißt, die Höhe von diesem hier ist 0,517. Das heißt, der muss auch auf 0,517. Wir machen das anders. Wir machen das auf 0,5. Alle drei. Lässt sich leichter rechnen. Ja, funktioniert genauso. Wenn nicht, dann darf ich das nämlich gleich alles nochmal machen. Also hoffe ich, dass es genauso funktioniert. So, jetzt haben wir drei Ballen, die unten auf dem Boden liegen, nebeneinander direkt. Ja. Und die nächsten drei Ballen, die müssen auch wieder auf dem Boden liegen. Das heißt, die müssen da drüber liegen. Das heißt, da ist minus 10,7. Beim nächsten ist minus 8,3. Und Achtung, beim nächsten ist minus 5,9. Und die Höhe muss runter auf 1,6. Jetzt haben wir hier 6 Ballen, die in 3 Stapeln, A2 Ballen, hier nebeneinander liegen. So, wir können aber jetzt noch ein bisschen mehr machen. Wir wollen ja noch mehr Ballen dahin bringen. Das heißt, wir schieben jetzt erstmal die Ballen, die wir jetzt haben, schieben wir jetzt erstmal weiter nach vorne.
nicht passieren. Achso, ja, ich drücke hier immer auf die Windows-Taste, sorry. So, ich gucke mir die Ballen eben an. So, da liegen die Ballen. Die erste Reihe. Und die schiebe ich jetzt mal auf 7.5. Können wir die auch auf 8 schieben? Ja, ist vielleicht ein bisschen weit. Aber 7,8 müsste gehen. Und das machen wir jetzt mit allen 6 Ballen. Ja, und dann haben wir vorne eine Reihe an Ballen. Es sind immer noch nur 12, immer noch nur 6 Ballen, die da liegen. Ich habe jetzt einen vergessen. Nee. Und der letzte. So, 7.8. Ja, jetzt wollen wir die Ballen ja etwas höher haben. Wir wollen ja mehr Ballen haben. Wir wollen ja nicht nur 6 haben. Wir wollen ja mehr haben. Ja, also nehme ich jetzt die 3 Ballen, die ich hier oben praktisch als letztes habe und wähle die aus. Ich drücke den ersten, halte die Umschalttaste, die Shift-Taste fest, drücke den letzten und dann drücke ich Steuerung D oder Control D für Duplizieren. Jetzt habe ich noch 3 Ballen mehr, wenn ihr jetzt hier oben hinguckt. 3 Ballen mehr. Die müssen jetzt ein bisschen höher. Die einen sind bei 0,5, die anderen sind bei 1,6. Dann kommen die hier auf 2,7. Ja. Wieso waren die denn schon auf 2,6, der eine? Da habe ich doch, war doch ein Fehler. Da ist doch bei dem anderen ein Fehler. 2,7, also 1,10 Meter Unterschied. So, und der hier ist nämlich falsch. Der steht nämlich auf 2,6. Das habt ihr bestimmt schon gesehen beim Video gucken. Der muss natürlich auf 1,6, ne, den ich vorher eingelegt habe. Jetzt habe ich hier vorne schon 9 Ballen, wenn ich spawne. Ich kann jetzt schon maximal 9 Ballen spawnen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Das reicht mir aber noch nicht. Ich möchte noch mehr. Ich mache noch eine zweite Reihe. Das heißt, ich selektiere mir jetzt hier alle. Den ersten klicke ich an mit der linken Maustaste. Dann halte ich die Shift-Taste, die Umschalttaste gedrückt, drücke auf den letzten und sage Steuerung oder Control D für Duplizieren. Jetzt habe ich die nächste Reihe Ballen, die im Moment an derselben Stelle steht wie die Reihe Ballen. Jetzt muss ich hier mal eben gucken, wie breit sind denn die Ballen. Ich habe ja hier vorhin hier schon geguckt, ne, mit den Ballen. Ich gehe mal weiter, bis ich mal den untersten da in der Reihe erwischt habe. Das ist die unterste Reihe. Und die haben eine Tiefe von minus 1,115. Und die nächste Reihe ist bei minus 2,94. Und jetzt gucken wir mal, wie breit ist dann ein Ballen. Dafür hole ich jetzt tatsächlich mal eben meinen Taschenrechner raus. 2,294 minus 1,115. Das heißt, ein Ballen ist 1,179 breit. Also ich mach da jetzt 1,20 Meter von, ja? Also 1,2. Das heißt, diese ersten 9 Ballen, 1, 2, ja, kann man auch anders gucken. Das ist der letzte. Die sind bei 7,8. Und die nächste Reihe, die hier, die kommt auf 6,6 dahinter. Jetzt wähle ich das aus, sage Steuerung C für Kopieren, wähle den nächsten Ballen aus, sage Einfügen. Ctrl V, ich selektiere das und sage Einfügen, 6,6. Seht ihr, geht ganz einfach, ganz schnell. Eingefügt. So, schon habe ich jetzt 18 Spawnplätze. Ja, ich kann jetzt nicht mehr 6 Ballen, sondern 18 Ballen spawnen. Dreimal so viel wie im Original. Ja, hilft vielleicht schon mal ein bisschen. So, das Ganze, das brauchen wir aber ja nicht nur für unsere Glasballen,
Sondern das Ganze wollen wir natürlich auch für unsere Strohballen haben. Und wir wollen das Ganze auch für unsere Heuballen haben. So. Das ist jetzt alles ein bisschen fies. Na, fies ist es eigentlich gar nicht. Hier ist es relativ einfach. Ah, so einfach ist es dann doch nicht. Muss mal eben was überlegen, wie wir es jetzt am besten machen. Das ist bei diesem Lager leider nicht so clever gemacht, wie es bei dem Rundballenlager gemacht war. Also heißt clever gemacht. Also schon alles ziemlich clever hier. Ich muss mal eben was gucken. Okay, alles klar. Kein Problem. Achso, ja, nee, doch. Ist alles gut. Alles gut. Ich war ja doof. Doch, das ist sogar total einfach. Was ihr jetzt macht, ist, ihr geht hier auf Square Straw, Spawn Nodes, also hier Strohballen, ja, das sind die Strohballen. Wählt das aus, klickt den letzten, also mit der Shift-Taste gedrückt, und löscht die alle. Jetzt hat er ja keine Spawn Nodes mehr. Das ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt nehmt ihr euch einfach diese Spawn Nodes von eurem Gras und sagt Steuerung C oder Control C für Kopieren. Geht hier auf die Strohballen, auf die Spawn Nodes und sagt Steuerung V für Einfügen. So. Und schon sind eure Spawn Nodes hier an der richtigen Stelle eingefügt. Weil diese Transform Group hier vorher, ja, die für die Spawn Nodes von den Strohballen, hat praktisch hier ihren Nullpunkt. Das ist alles im Verhältnis dazu. Die Transform Group für die Spawn Nodes vom Gras hat hier ihren Nullpunkt. Das heißt, die Ballen sind im Verhältnis zu diesem Punkt haben wir die angelegt. Da dieses Verhältnis ja nur gespeichert wird, wenn ich jetzt diesen Punkt hier rüber verschiebe, wie das bei den Strohballen der Fall ist, verschiebe ich damit auch die ganzen Ballen alle hier rüber. Und das Coole daran ist, das Ganze funktioniert natürlich bei den Heuballen genauso. Ja, wenn ich hier nämlich angucke, hier ist der Nullpunkt praktisch für die Spawn-Nodes. Also ich brauche hier einfach nur das hier löschen, gehe dann auf die Spawn-Nodes fürs Heu und sage V, also Ctrl-V, Entschuldigung, einfügen, und dann habe ich hier für meine Heuballen meine Spawn-Nodes. Ja, jetzt habe ich 18 Spawn-Nodes oder 18 Ballen für Gras, 18 Ballen für Stroh, 18 Ballen für Heu. Das ist alles. Mehr muss ich im Giants Editor nicht machen. Ich speichere das, indem ich hier oben auf das Save i3D-File-Symbol klicke und dann kann ich den auch schon verlassen. Ja. Jetzt wollen wir natürlich hier noch so ein bisschen das Ganze schön machen, ja, dass es dann auch überall vernünftig auftaucht. Dafür gehe ich hier in die Moddesk XML, die öffne ich mit dem Texteditor, wie gesagt Notepad++ oder mit Atom, so wie ich das mache. Link unten in der Videobeschreibung, sagte ich schon. Kriege ich auch kein Geld für. Habe ich nichts von, wenn ihr es runterladet. Außer, dass ich weiß, dass ihr einen vernünftigen Editor habt. Nochmal hier so ein paar kleine Fenster zu. Falls sich jemand damit auskennt mit diesem Editor, wie kann man das verhindern, dass sie immer kommen? So, hier ist meine Moddesk, meine Beschreibung. Ja, hier. Bale Storage. Ich lasse diese Beschreibungen jetzt mal alle. Was ich aber ändern will, ist diese 108 Ballen von jedem Typ, die hier auf Englisch und überall drin stehen. Dafür schalte ich erstmal den Zeilenumbruch ein. Toggle Soft Wrap. Ja, dann brauche ich nicht zur Seite scrollen. Und dann gehe ich hier oben auf Find in Buffer, um was zu finden. Und tippe dann 108 ein. Und Replace in Current Buffer tippe ich dann unsere neue Zahl ein, nämlich die 250. Hat er 10 Mal gefunden, steht hier. Ich gehe jetzt mal auf Find. Oh ja, da ist das erste Mal. Dann sage ich Replace. Dann hat er es auf Deutsch gefunden. Dann hat er es auf Französisch gefunden. Dann hat er es auf Italienisch gefunden. Dann hat er es auf Spanisch gefunden. Und jetzt findet er das Ganze auch noch 5 Mal hier in der Beschreibung in den 5 verschiedenen Sprachen. Und haben wir die 250. Ja, jetzt haben wir es geändert. Und jetzt gehe ich noch auf hier unten auf die Square Bale Chat XML und guck da mal rein, was er da sagt. Und hier oben steht auch noch mal einmal die 108 drin. Das ist nämlich für die Anzeige von der Kapazität im Store, wenn wir die kaufen.
Datei auch finden. Und Replace hat er gemacht. Super. Alles gut. Hat er alles gespeichert. Mehr mache ich nicht. Man könnte jetzt natürlich noch den Namen ändern und so weiter und so fort. Ganz wichtig ist auch, wenn ihr zum Beispiel das Rundballenlager schon umgebaut habt, ihr könnt das gleiche, die gleiche ZIP-Datei könnt ihr benutzen, könnt dann das, die wieder öffnen, könnt euer Quaderballenlager umbauen und die Anpassungen machen und könnt es dann abspeichern, einfach wieder ins Spiel rein, so wie ich euch das gleich zeige, wie das geht. Und dann habt ihr die Möglichkeit, euer Rundballenlager und das Quaderballenlager modifiziert. Das habt ihr dann in einer Datei drin. Ja, das ist nicht so schlecht. Was ihr jetzt noch machen müsst, ihr seht hier oben, sind blaue Punkte. Ja, das heißt, das ist noch nicht gespeichert, da sind Änderungen drin. Also gehe ich jetzt hier einmal auf Save. Ist der Punkt weg. Jetzt bin ich in der Datei. Sag da auch nochmal Save. Ganz wichtig, ihr müsst beide speichern. Und dann kann ich das hier zumachen. So, jetzt ist das hier sind meine geänderten Daten, oder das ist jetzt mein Mod. Dann wähle ich alle Dateien aus, indem ich STRG A sage. Rechte Maustaste, 7-Zip. Hinzufügen zu FS17 Bale Storage Placeable.zip. Zack. Hinzufügen. Und jetzt hat er mir hier die ZIP-Datei gemacht. Da gehe ich jetzt raus mit der rechten Maustaste und sage Ausschneiden. Mach das Fenster zu. Mache das Fenster zu. Gehe hier ist mein Mods-Ordner, rechte Maustaste, einfügen, Datei im Ziel ersetzen. Zack, Datei im Ziel ersetzen. Und jetzt starte ich mein FS17 oder LS17. Bin ja in Deutschland, kann man ja Landwirtschaftssimulator und nicht Farming Simulator sagen. Und starte das. So, da sind wir auch zurück. Spiel ist geladen, wir sind drin. Und ihr seht schon, es sind auf einmal, werden gar nicht mehr so viele Ballen angezeigt wie vorhin. Vorhin war das Lager rappelvoll, jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich auch eingelagerte Objekte 108. Lagerkapazität 142. Ja, hier steht Lagerkapazität 250, weil eben keine drin sind. Und hier steht auch 250. Ist das nicht toll? Ja, das ist nicht toll. Nein, das ist toll. Und ganz einfach, wie ihr gesehen habt. Ja, ich fahre jetzt mal mit meinem Transporter hier vor und gucke mal, ob das auch funktioniert. Zack, eingelagert. Das ging vorhin nicht mehr. Zack, eingelagert. Und ich fahre meinen Transporter mal weg. Und steige aus. Gehe hier hin und gucke mir das an. Jetzt habe ich hier 150 Ballen drin, obwohl ich ja eigentlich nur eine Kapazität von 108 hatte. Ja. So, und wenn ich jetzt spawnen möchte, ich drehe mich extra mal um, damit man es dann gleich sieht. Drücke ich R und wähle dann Quaderballen Gras aus. Jetzt steht hier 18, vorhin stand da 6. Das heißt, ich kann maximal 18 Stück spawnen. Zack, und da liegen sie, 18 Ballen. Auf einmal gespawnt und nicht nur 6, nee, sondern 18. Kann ich natürlich auch wieder abholen. Passen genau vorne auf den Transporter drauf. Mal ein Autoload aktiviert. So, und da sind sie abgeholt. So, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das geholfen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, folgt mir bei Facebook, Friesenjung13 heiße ich da. Ja, besucht mich wieder, guckt euch meine Single-Let's Plays an, guckt euch Livestreams an, wenn ich denn mal streame, was ja sehr unregelmäßig passiert. Mal gucken, wann das nächste Tipps und Tricks Video kommt, das kann ich noch nicht sagen. Nächste Woche, ich habe auch diese Woche gesagt, ich glaube nicht, dass ich eins mache. Ich habe trotzdem eins gemacht, aber nächste Woche weiß ich noch nicht, ob ich dazu komme, eins zu machen. Ich habe noch nicht wirklich unbedingt ein Thema. Gucken wir mal. Sehen wir dann. Ansonsten bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch geholfen und sagt ciao.